Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Marvels Spider-Man. Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft ist wieder hart am Start und ich freue mich, dass ich mit euch auf der PlayStation 5 das Gameplay auf Deutsch spielen darf. Wir haben ja gerade schon einmal die Halloween-Party aufgemischt. Und jetzt sind wir auf der Suche nach dem Doktor. Ich verliere sie! Ja, aber Lee auch. Oh nein, okay, perfekt. Lee hat ihn verdorben und in den Selbstmord getrieben. Das ist schrecklich. Wir müssen den Typen aufhalten. Werden wir. Bevor Delaney starb, gab er Lee einen Namen. Morgan Michaels. Morgan Michaels. Wer ist das? Keine Ahnung, aber ich wette, er arbeitet am Teufelsatem-Projekt. Hast du etwas aus der Teufelsatem-Akte rausgefunden? Ja, halt dich fest. Vor ein paar Jahren wollte Osborn mit Fisk ein Labor aufbauen, ohne die Behörden zu informieren. Ein Geheimlabor? Für den Teufelsatem? Wenn es wirklich so gefährlich ist, kann ich das verstehen. Wo ist das Labor? Das steht nicht drin. Fisk hat in Osborns Auftrag alle Einträge vernichtet. Ich habe nur Rechnungen von Osborns Privatkonto an Fisks Baufirma. Wie ich Fisk kenne, erpresst er den Bürgermeister mit den Rechnungen. Alle Spuren deuten auf Norman Osborn. Zeit, ihm einen Besuch abzustatten. Ich glaube nicht, dass er dir was erzählt. Hatte nicht vor, ihn zu fragen. Ja, voilà. Mega gut. Okay, auf diesem Weg komme ich in Normans Büro. Ich kann nicht rein, ohne ein paar Sicherheitssysteme abzuschalten. Aber wenn sie mich sehen, werden sie hier alles abriegeln. Nee. Schleichmission, wisst ihr, können wir immer ganz besonders gut. Ich könnte mich vielleicht von draußen in die Netzwerksicherheitsmodule hacken. Hier sind die Netzwerkkabel. Sie führen zum Sicherheitsmodul. Es scheinen vier davon im Gebäude verteilt zu sein. Das sollte es mir leichter machen. Was zum Teufel? Sicherheitsteams melden. Sable Team Alpha ist bereit. Sieht nach einem Elektrikproblem aus. Ah, okay. Behalte den Außenbereich im Auge. Wir kümmern uns darum. Und ich dachte schon, es wird einfacher. Alle Sable-Teams, wir scheinen ein Software-Problem zu haben. Wir holen einen Experten her. Machbar. Fast reingelaufen. Was? An alle Agents, jemand greift auf eins unserer Subsysteme zu. Ja, ich drück doch R1, komm. Sag mal. So, jetzt so. Initiiere Delta-Protokoll. Mann, heutzutage haben alle Drohnen. Oi, der Drohnen kommt auch noch dazu. Heide, nein. Sable Teams, Lagebericht bitte. Außenkontrolle negativ. Hier ist alles sauber. Lag das wirklich an der Software? Das untersuchen wir im Moment. Bitte aktuelle Alarmstufe beibehalten. Achtung, an alle Sable Teams. Es besteht die geringe Möglichkeit eines Eindringlings. Wir analysieren die Daten. Bleibt wachsam. Die geringe Möglichkeit, sagt er. Verdammt. Jetzt ist noch ein Subsystem offline. Überprüft den 85. Stock, Außenbereich. Verstanden, Zentrale, im Anflug. Ich muss weg. Hi, MJ, ja. Es ist gerade ungünstig. Ich mach schnell. Ich weiß, wo Charles Davis sein könnte. Wenn ich ihn treffe, kann ich ihn zum Reden bringen. Er wusste über Dr. Delaney Bescheid, also wohl auch über Morgan Michaels. Okay, mach einfach nichts Verrücktes. Ziel gesichtet. Es ist Spider-Man. Nee, nee, das bin ich gar nicht. Nein! Nur weil ich da durchgelaufen bin? Nein, ich krieg die Krise. Ach, wie ärgerlich. Okay. Ich muss weg. Hi, MJ. Es ist gerade ungünstig. Ich mach schnell. Ich weiß, wo Charles Standish sein könnte. Wenn ich ihn treffe, kann ich ihn zum Reden bringen. Er wusste über Dr. Delaney Bescheid, also wohl auch über Morgan Michaels. Okay, mach einfach nichts Verrücktes. Zack. Gut, jetzt habe ich Zugang zu Normans Büro und finde hoffentlich mehr über Morgan Michaels und Teufelsatem heraus.
Außenkontrolle negativ. Sollen wir abriegeln? Noch nicht. Mr. Osborne ist mitten in einem wichtigen Gespräch. Aber sucht weiter. Es muss jemand da draußen sein. So. Oder vielleicht sogar schon drinnen. Wir wechseln auf eine sichere Leiter. Ich bin Ihnen meilenweit voraus, Wilson. Meine Leute gehen Ihre gesamten Akten durch. Wenn Sie unser Geschäft auffliegen lassen, steht Ihr Wort gegen meines. Und ich bin nicht der hinter Gittern. Moment. Redet Norman mit Wilson Fisk? Yep. Neo-Statue? Wovon reden Sie? Die Neo-Statue aus dem Auktionshaus. Sie müssen die Akte meinen, die MJ gefunden hat. Wer hat die Akte? Wir, Norman. Aber sie verrät uns nicht genug. Und deshalb begehe ich gerade einen illegalen, aber moralisch vertretbaren Einbruch. Sie aufgeblasener Mistkerl! Sie lügen! Spidey, Spidey, Spidey. Nicht so wütend, Norman. Wir wissen, dass du und Fisk ein Teufelsatemlabor habt. Aber wir wissen noch nicht, wo es ist und was Michaels damit zu tun hat. Hoffen wir, dass dein Computer uns mehr sagt. GR-27. Dr. Morgan Michaels ist der wissenschaftliche Leiter, aber die Lage des Labors ist zensiert. KI-gesteuertes CRISPR? Wenn das wirklich funktioniert, heilt es alle Erbkrankheiten. Mukoviszidose, Huntington, verrückt. Damn, okay, Tierversuche. Stopp. GR-27 ist der Teufelsatem. Er soll Krankheiten heilen, aber im aktuellen Zustand ist er wie eine Biowaffe. Holy shit. Dr. Michaels trägt die einzige Probe immer bei sich. Deshalb will Lee ihn. Wer Michaels hat, hat auch den Teufelsatem. Schön, dass das alles so offen da an dem PC und im Laptop drin steht. Soll uns nur recht sein. Sehr schön. Das war ja dann jetzt gerade ganz entspannt. MJ, halt dich fest. Der Teufelsatem wurde nicht als Waffe entwickelt, sondern als Behandlung bei Erbkrankheiten. Im jetzigen Zustand ist er extrem fehlerhaft. Statt den Körper zu heilen, reißt er ihn in Stücke. Wir müssen Dr. Michaels finden. Sable kann so eine tödliche Waffe nicht kontrollieren. Ich weiß da vielleicht was. Charles Standish wird in Sable Central Park Lager festgehalten. Wenn jemand weiß, wo Michaels ist, dann Oscorps Finanzchef. Ich versuche, zu ihm vorzudringen. Vordringen? Da wimmelt es von Wachen. Wie willst du zu ihm vordringen? Sehr, sehr unauffällig. Ich muss los, Partner. In ein Sable-Lager einschleichen. Das kann schiefgehen. Ich muss zum Central Park. Dann auf zum Central Park. Und wir vergeben einmal noch ganz schnell... oh, wir haben neue Anzüge. Vergeben hier einmal ganz schnell. Oh, cool. Der Haushalts-Spidey, oder wie? Vergeben einmal ganz kurz Fertigkeiten. Und zwei Fertigkeitspunkte. Ja, auf jeden Fall. Mehr Power beim Abspringen. Probieren wir gleich mal aus. Ha, Doc hat sich gemeldet. Peter, ich hatte eine Erleuchtung. Es geht nur um den Geist. Sehen Sie mich an. Ein Geist von unendlichem Potenzial, gefangen in einem verbrauchten Körper. Wo bist du, MJ? Ja, voilà. Mist. Oh, damn. 15 Minuten zuvor. Schön die Schleichmission einmal erledigen. Da wimmelt es von Wachen. Wie willst du zu ihm vordringen? Sehr, sehr unauffällig. Ich muss los, Partner. Oh, ich hasse Schleichmissionen. Irgendwo da drin. Ich will kämpfen. Mal sehen, ob die Köder von Pete funktionieren. Das Loch im Zaun sieht gut aus. Nur noch die Wache ablenken. Wo sieht ihr ein Loch im Zaun? Ah, so, okay. Aus dem Weg, Kumpel. Was war
Ich muss weiter. Jetzt. Mega. Ich sehe nach unserem Hausgast. Du bleibst hier. Verstanden? Hausgast? Muss Standish sein. Er ist hier irgendwo. Was zum... Verdammt. Verdammt, wir sind so schlecht in Schleichmissionen. Ah, herrlich. Was zum? Eieieiei, ich sag's euch. Was ist ja, das? Da war sicher nichts. Die Dämonen töten jeden, der mit dem Teufelsatem zu tun hat. So ist es. Endlich ist in echter Gefahr. Hab's. Weiter jetzt. Standish, ich wusste es. Ich muss zu dem Zelt kommen. Oder er gehört halt zu ihnen. Eins von beiden, ne? Los. Okay. Oh. Zentrale, ich habe jemanden gesehen. Sehe nach. Geschafft. Wohin? Hier hoch oder wie? Eine coole Jacke hat sie an, die gefällt mir. Die Farbe mag ich auch. Bravo und Charlie sind bereit für die Verlegung von Dr. Michaels, ma'am. Schick noch zwei. Schönes Ding runterwerfen. Ah, fuck Moment. Nein! Ah, das zweite Mal, dass ich es verkackt habe. Das darf nicht wahr sein. Zum Glück muss ich nicht den ganzen Weg wieder laufen. Sondern kann dann hier chillen. Aber bei den Kartons muss ich anscheinend aufpassen. Ah, diese verfickten Kartons, ey. Das war knapp. Sieht wichtig aus. Sichere Orte. Wenn Dr. Michaels an einem ist, weiß Standish an welchem. Da ist Standishes Zelt. Unglaublich, dass Michaels den Teufelsatem mit sich herumträgt. Osborn will ihm keinem anderen anvertrauen. Hoffentlich recht. Schon wieder. Was ist mit dem Licht los? Okay, da vorne komme ich nicht lang. Fuck. Zur Hölle war das.
Zentrale, ich hab was gehört. Geh auf Patrouille. Zack, zack, zack. Fast geschafft. Schnell hier durch. Der Spasti. Zack, dahin. Schon wieder verkackt. Ich hasse Schleichmissionen. Da ist Standishes Zelt. Unglaublich, dass Michaels den Teufelsatem mit sich herumträgt. Osborn will ihm keinem anderen anvertrauen. Hoffentlich rächt sich das nicht für ihn. Schon wieder. Was ist mit dem Licht los? Vielleicht kann ich hier rechts lang gehen. Los jetzt. Ja. Ah, rechts ist ja viel entspannter als links. Na los, na los. Verdammt! Das darf doch nicht wahr sein! So kurz vom Ziel, verdammte Axt. Aber jetzt wissen wir schon, rechts rum ist um einiges leichter. Zack, Schnäppchen gedrückt. Zack. Hier durchgelaufen. Los jetzt! Zack. Hier durchgelaufen. Fuck, das kann doch nicht wahr sein. Ich hab doch da extra schon die ganze Zeit diese Spidey-Scheiße hingeworfen. Unglaublich, dass Michaels den Teufelsatem mit sich herumträgt. Osborn will ihm keinem anderen. Schon wieder. Was ist mit ja, dem Licht schon los? Wieder. Was ist nur mit dem Licht los? Man weiß los es nicht. Jetzt. Man weiß es nicht. Was ist los mit dem Licht? Warum schaffe ich das hier nicht? Ah, wir werden richtig poetisch. Na los, na los. Ali, hopp. Zur Hölle war das. Zentrale, ich hab jemanden. Moment! Oh mein Gott, weil ich so ungeduldig bin, Mann. Es tut mir so leid, ich krieg die Krise. Freunde, ich krieg die Krise. Da ist Standishes Zelt. Unglaublich, dass Michaels den Teufelsatem mit sich herumträgt. So, drück den Scheißknopf jetzt hier. Schon wieder. Was ist Yo, mit dem Licht los? Was ist nur mit dem Licht los? Zack, los zack, jetzt. Zack. Ja. Okay, dann chill ich hier einfach jetzt los, noch ein bisschen los. Länger. Et voilà. Zack. Darf ja nicht wahr sein. Charles Standish? So ein Mist! Charles, wo ist Dr. Morgan Michaels? Lee hat sie geschickt. Oder nicht? Nein. Okay. Wenn er mich töten will, dann sagen Sie ihm, er soll es selbst tun. Ich gehöre weder zu den Dämonen noch zu Sable. Ich bin Reporterin.
Und ich will auch Lee aufhalten. So wie sie. Watson. Ihre Verfasserzeile kenne ich. Sable hört mich nicht an. Sie hat Michaels in der Bowery. Morgen Mittag bringen sie ihn zu einem neuen, sicheren Ort. Aber sie ignoriert Grand Central völlig. Grand Central? Die Dämonen haben es erwähnt, als sie mich festgehalten haben. Sie wollen dort... Was, Charles? Was wollen die Dämonen in Grand Central? Was zum... Charles! Oh! Was zum... Er gehörte nicht zu Sable. Definitiv keine von Sable. Tut mir leid, Charlie. Okay, Zeit zu gehen. Nein, er weiß etwas. Oh oh. Spidey hat's verkackt. Sau ärgerlich. Tja. Und ich sage, vielen Dank fürs Einschalten. Sei auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn Spider-Man der MJ einen Strich durch die Rechnung macht. Lasst gerne ein Like, einen Kommentar, ein Abo da. Ich würde mich riesig freuen. Und bis dann. Tschüss.